Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Frank und zeige dir hier, wie die Google-Bildersuche rückwärts funktioniert. Wenn du dir zum Beispiel auf einer News-Seite ein Bild anschaust und du denkst, das könnte jetzt aber vielleicht eine Fake News sein, ich bin mir nicht sicher, dann kannst du mit der Bildersuche rückwärts nachprüfen, ob es das Bild irgendwo schon in einem ganz anderen Zusammenhang gibt. Die Google-Bildersuche hat zwei Funktionen. Du kannst nach Bildadressen suchen oder Bilddateien hineinladen. Ich zeige dir jetzt mal beides. Beispiel Nummer 1. Vor einiger Zeit gab es diesen Tweet hier bei Twitter. Der hat einen richtigen Shitstorm ausgelöst. 14-jähriger Flüchtling stellt sich mutig einem Nazi-Abschiebepolizisten entgegen. Viele Leute haben sich drüber aufgeregt. Das Bild ist ja auch ziemlich krass, da kochen die Gemüter schon mal hoch. Deshalb sollten wir besser mal nachprüfen, woher das Bild überhaupt kommt. Ist das aus den Nachrichten? Ist das ein privates Handyfoto? Aus welchem Zusammenhang kommt das überhaupt? Das möchte ich jetzt mal überprüfen. Ich klicke das Bild an mit einem Rechtsklick und wähle Bildadresse kopieren. Dann öffne ich die Suchmaschine Google und wähle oben rechts Bilder. Jetzt bin ich bei Google Bilder, der Bildersuchmaschine von Google. Ich klicke das Kamerasymbol in der Suchliste an und so aktiviere ich die Bildersuche rückwärts. Unter Bild-URL einfügen füge ich jetzt die kopierte Bildadresse ein. Klicke auf den blauen Bildersuche-Button. So. Was genau finden wir jetzt? Wir finden Bilder, die unserem gesuchten Bild ähnlich sind, und wir finden Websites, auf denen das Bild noch zu finden ist. Und hier stoßen wir direkt auf die Netflix-Serie Dogs of Berlin. Außerdem gibt es viele Beiträge, die schon aufgedeckt haben, wo das Bild eigentlich herkommt. Es ist ein Foto von den Dreharbeiten von Dogs of Berlin. Es gibt bei der Google-Bildersuche noch eine Möglichkeit, Bilder im Internet aufzustöbern, nämlich indem wir ein Bild hochladen. Dazu noch ein Beispiel. Ich brauche lizenzfreie Bilder, um eine Website zu gestalten. Ein Freund hat mir dafür dieses Foto geschickt, das er im Internet gefunden hat. Und ich möchte einfach nochmal nachprüfen, mit welcher Lizenz das Bild im Internet zu finden ist, ob ich das überhaupt benutzen darf. Ich gehe wieder zu Google Bilder und aktiviere die Bildersuche. Dieses Mal wähle ich die Option Bild hochladen und klicke auf Datei auswählen. Ich lade das Bild aus meinem Ordner auf meinem Schreibtisch hoch. Das könnte ich auch per Drag and Drop machen, also ich könnte auch einfach das Bild hier hineinziehen. Und Google hat das Bild gefunden und auch noch ein paar andere, die so ähnlich aussehen. Wie wir sehen, taucht das Bild bei der Seite Pexels auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier gibt es nämlich Stockfotos, die ich für die Website verwenden darf. Der Fotograf heißt Ray Bilcliff. Und wenn ich noch weiter suche, finde ich den Fotografen auch noch bei Pinterest. Das Bild scheint also wirklich von ihm zu sein und er stellt es auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung. Okay, jetzt kennst du die Google-Bildersuche rückwärts. Versuche es einfach mal selbst, wenn du dir mal nicht sicher bist, wo ein Bild genau herkommt.